Fisch. Yeah. Fisch. Das ist ein Ding. Fisch. Moin Leute, willkommen im neuen Video. Auf ein neues, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal, was wird. Was soll ich euch sagen? Ne? Ich hab Bock. Ob die Fische Bock haben, werden wir gleich sehen. Ne? Ich würde sagen, ja, ich bin gespannt. Gespannt wie ein Bettlaken, sag ich mal. Da war ein Fisch, Leute, da war ein Fisch. 100 pro war das ein Barsch. Leute, da hängt was. Boah. Nur mal kurz abgelassen. Nur mal kurz runtergelassen. Und dann ist die Grundel da drauf gesprungen wieder. Junge, Junge. Fisch. Leute. Ist das ein guter? Bleib bloß dran. Ja, ist ein guter. Sauber. Bleib dran. Ah. Na. Drin ist er. Ah, geil, Leute, geil. Ah, herrlich. Das ist ein guter. Ein guter Barsch. Ja, mal hier rüber. Der hat doch eine schöne Küchengröße. Da ist er, Leute. Geil. Hat mal wieder geklappt. Super, freue ich mich. Was wird der haben? 40? Super. Schöne Größe. Da gibt es ein paar ordentliche Filets draus. Ja, Leute, das war doch mal wieder ein schöner Barsch. Ne? Den habe ich versorgt. Jetzt geht's direkt weiter. Geil. War ein bisschen schwierig hier, den hier zu landen im Kescher, aber hat doch geklappt. Ne?
Schön vertikal hier an der Spundwand. 10 Gramm Blei reicht eigentlich. Ne? Man könnte natürlich auch mehr nehmen, aber weniger würde ich hier auch nicht nehmen, Leute. Ne? So bei 7 Gramm hat man schon nicht mehr die Köderkontrolle, als wenn man 10 Gramm hätte. Ja, ich werde jetzt mal hier weitergehen und vielleicht kriege ich ja noch einen. So Leute, ich gehe jetzt noch mal hier zurück, die ganze Spundwand. Ich hatte gerade noch mal einen Biss, das war auf jeden Fall ein Barsch. War kurz dran und dann sofort ab, leider. Ne? Aber heute ist das Wetter auch besser. Ne? Das ist nicht so heiß, bedeckt, bisschen nebelig. Ne? Gefällt den Fischen auch besser, habe ich das Gefühl. Fisch. Bitte. Der nächste Fisch. Der steht gut in der Rute. Oh, ein Hecht. Ein Hecht. Ein Hecht. Ein Hecht. Ein Hecht. Rein da. Geil. Was ist denn heute los? Ein schöner Hecht. Geil. Leute, das gibt die Hechtfrikadellen. Geil. Sag noch mal einer, die würden mich auf Wurm beißen. So, Hechthandschuh. Haben wir parat. Leute, da ist er. Wunderschöner Hecht. Auf Dropshot mit Wurm. Geil. Hammer, hätte ich nicht mit gerechnet jetzt. Super. Leute, geil. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich habe zwar schon mal einen Hecht gefangen auf Dropshot mit Wurm, aber damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, Leute. So, jetzt erstmal das Vorfach kontrollieren. Der Wurm ist sogar noch dran. Hä? So, wie sieht's denn aus hier? Ei, ei, ei. Ja, ich glaube, das werde ich hier mal. Na? Wie sieht das aus? Ganz gut eigentlich noch. Also das kann ich noch verwenden, das Vorfach. Die Würmer auch noch. Wunderbar. Können wir ja weitermachen. Ja Leute, die Sonne ist jetzt rausgekommen. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ne? Aber vorhin, wie gesagt, bedeckt, neblig. Ne? Das fanden die wohl gut. Da waren sie richtig aktiv, die Fische. Scheinbar. Jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Leute, ich habe jetzt mal zusammengepackt. Ne? Also mit dem heutigen Angelvormittag kann ich völlig zufrieden sein. Ne? Einen schönen Barsch gefangen. Ein Hecht, wo ich da gar nicht mit gerechnet habe, aber wunderbar, hat geklappt. Ne? Das freut mich am allermeisten, weil das gibt gleich
leckere Hechtfrikadellen, ne? In dem Sinne, dann sehen wir uns gleich wieder in der Küche. Ja, Leute, da bin ich. Da ist der schöne Hecht, ne? Da schneide ich jetzt schön die Filets runter und dann mache ich mir gleich schöne Hechtfrikadellen draus, ne? So Leute, das sind die fertigen Hechtfilets. Die kommen dann gleich, wie gesagt, in Wolf. Und jetzt kümmere ich mich mal um den Barsch. So Leute, hier ist der fertig filetierte Barsch von gerade. Hier ist ein Vakuumiergerät, ne? Will ich mal ausprobieren, habe ich noch nie gemacht. So, da gibt es so eine Beutel für. Gucken wir mal, weiß nicht, ob ich da beide reinmache. Rein da. Nummer 1. Nummer 2. So. Das sieht da gut aus. Dann schauen wir mal, ob es klappt. Das sah gut aus. Ich glaube, das müsste doch schon gewesen sein. Geil. Zack, hier oben ist das auch schön versiegelt. Geil. So kommt das jetzt in eine Kühltruhe. Super. So Leute, hier habe ich die fertig filetierten Hechtfilets. Hier ist der Wolf. Und los geht's. So, und das letzte Stück. Rein da. Alles handfleisch. So Leute, hier ist der fertig gewolfte Hecht. So gut geworden, finde ich. Was machen wir jetzt Schönes rein? Ich habe da mal was vorbereitet, ne? Ein bisschen Knoblauch. Zwiebeln. Schön für den Geschmack. Und Schnittlauch. So. Was machen wir noch rein? Na, was
weiter denn? Für die Bindung kommt auf jeden Fall ein Ei mit rein. Erstmal eins. Und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Gewürze. Guten aus Holland wieder. Salz, Pfeffer. Nehmen wir noch Paprika. Paprika ist auch gut. So, das wird jetzt alle erstmal verrührt. So Leute, fertig durchgemischt. Machen wir ein paar schöne Bellekes. Ne? Nicht zu groß. Aber das heißt Bälle. Ne? Kleine Frikadellen. Ne? Zack. Bin schon wieder gespannt. Ne? Gespannt wie ein Bettlaken wieder. So Leute, das sind die fertig geformten Hechtfrikadellen. Die kommen jetzt mal schön in die Pfanne rein hier. So. So Leute, fertig sind die Hechtbuletten oder Hechtfrikadellen. Kann man nennen, wie man will. Ja, ich bin ganz zufrieden damit. Und jetzt müssen sie nur noch schmecken. Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und Petri Heil!